Stilisierte Weltkarte, cooles Interface, satte Computerstimme und ein goldgelbes Adlersymbol mit der Abkürzung GDF. Das sieht doch aus wie ein neues Command & Conquer. Stimmt, aber stimmt nur halb. Denn das Echtzeitstrategiespiel Tempest Rising ist zwar keine offizielle Fortsetzung, sieht sich selbst aber als Reminiszenz an das gute alte C&C von 1995. Wobei Reminiszenz eine riesige Untertreibung ist. Denn die Anleihen sind allgegenwärtig. Allein schon bei der Fraktionsabkürzung GDF. Da kriegen C&C-Kenner gleich Schnappatmung. Ey, da sind ja zwei Drittel geklaut. Richtig, da wurde aus dem Vorbild GDI einfach GDF, kurz für Global Defense Forces. Auch die coolen Videos, die uns die nächsten Missionsziele und neue Truppentypen vorstellen, sind sehr Command & Conquer-like und tragen viel zur klassischen Atmosphäre der 90er Jahre Echtzeitstrategie bei. Und schließlich ist da noch dieses rot wabernde Tempest, das sich wie damals das außerirdische grüne Tiberium ausbreitet. Die organische Ressource wird ebenfalls mit Erntemaschinen eingesammelt, zur Raffinerie bugsiert und finanziert so frische Truppen und Gebäude für die drei Fraktionen. Die GDF haben wir ja schon erwähnt, ihr Gegenpart namens Dynasty erinnert mit den düsterroten Gebäuden und Kampfeinheiten stark an die Bruderschaft von Nod. Die dritte Partei ist noch geheim. Angekündigt sind aber zwei Solo-Kampagnen voller Wendungen sowie Multiplayer-Skirmish, mehrere Multiplayer-Modi und Ranglistengefechte. Rauskommen soll das Spiel vom noch eher unbekannten Entwicklerstudio Slipgate Ironworks übrigens erst 2023. Als Publisher ist THQ Nordic für Tempest Rising verantwortlich. Gemeinsam haben uns die Entwickler vor ein paar Tagen die erste Mission der GDF-Kampagne gezeigt und die fängt ganz klein an. Dieses Video wird euch präsentiert von der Gamescom 2022. Es ist soweit, der weltgrößte Event rund um Computer und Videospiele ist endlich wieder zurück vor Ort in Köln. Vom 23. bis zum 28. August können Gaming-Fans aus aller Welt gemeinsam ihr liebstes Hobby feiern. Spielt kommende Blockbuster, seht die neuesten Demos und stellt euch actionreichen Herausforderungen in der Entertainment Area. Schnappt euch seltenen Loot in der Merchandise-Halle, bestaunt ausgefallene Kostüme im Cosplay-Village oder sichert euch Autogramme eurer liebsten Let's Player oder Streamer. Macht die Gamescom zu eurer Messe und holt euch jetzt noch Karten für einen oder gleich mehrere Tage unter gamescom.de/tickets. Diesen Einsatz in Island konnt ihr übrigens auf der Gamescom sogar schon selbst spielen. Und bereits diese Mission zeigt die Marschrichtung von Tempest Rising. Es spielt sich wie ein etwas schnelleres Command & Conquer. Mit einem Minitrupp Sturmgewehr-Infanterie geht's los. Nach ersten Scharmützeln setzt ein weiterer Flieger Scouts ab, die lediglich eine Pistole in der Hand halten. Doch ihre stärkste Waffe schwebt über ihnen. Eine Drohne, die weit das Gelände aufklärt und Miniraketen verfeuert. Viele Einheiten sollen aktive und passive Fähigkeiten bekommen. Und jetzt eine Quizfrage. Wer hat in Echtzeitstrategiespielen und Shootern die kürzeste Lebenserwartung? Infanteristen? Panzer? Flugzeuge? Alles falsch, es sind rote Fässer. Denn wann immer so ein Benzinfass bei Gegnern herumsteht, feuert jeder Spieler gleich darauf. Weil es Munition spart, leicht zu treffen ist und nicht zurückschießt. Und weil es so unglaublich befriedigend ist, wie die Explosion uns die ganze Arbeit abnimmt. Netterweise sind solche Fässer oft adrett in Reih und Glied drapiert, auch dort, wo es total unnötig ist. Aber Tempest Rising ist auch keine militärtaktische Simulation, sondern soll vor allem unterhalten und Spaß machen. Der erste Kampagneneinsatz sollte anfangs nur der Aufklärung dienen, doch es kommen immer weitere Missionsziele dazu, primäre und optionale. Einen Dynasty-Vorposten zerstören, 4 Flugabwehrstellungen knacken, Silos vernichten. Falls euch die brennende Kaserne hier mit ihrem Turm in Handform bekannt vorkommt, auch die ist eine Reminiszenz und zwar an die Hand von Nod, die in C&C ebenfalls als Kaserne diente. Sobald die erste Luftabwehrraketenstellung geknackt ist, fliegt Verstärkung ein. Darunter ein leichter Jagdpanzer, der sich gut gegen Feindfahrzeuge und Gebäude einsetzen lässt. Denn Tempest Rising setzt wie so viele Spiele in diesem Genre auf ein Stein-Schere-Papier-Prinzip. Dabei sind auch die Sunnies eine echte Hilfe. Sie tragen einen dicken Schutzschild vor sich her und errichten auf Wunsch einen mannshohen Healing Tower, der grünes Heilspray versprüht.
Als wir zum bedrohlich blitzenden Tempestfeld und zur Ernteanlage vorstoßen, die wir schon im Video-Intro beobachtet haben, haut das Teil mitsamt seiner kleinen Sammelfahrzeuge einfach ab. Solche Ereignisse werden auch mal per eingeblendeten Videokanal illustriert. Bei der Verfolgung stoßen unsere Kämpfer auf Verbündete, die gerade vom Himmel geschossen wurden und unter Feuer stehen. Sollen wir jetzt nach Süden abbiegen und helfen oder weiter gen Westen den Tempest-Sammlern hinterherjagen? Diese Entscheidung nehmen uns die Entwickler in der Präsentation ab und greifen den befreundeten Einheiten natürlich unter die Arme. Als Belohnung gibt's ein paar rausgepaukte Infanteristen und wir knacken eine weitere Nebenziel-Raketenstellung. Aber Vorsicht, die SAM-Batterie feuert auch auf die Drohnen unserer Scouts. Jetzt stellen wir endlich den entkommenen Ernterkonvoi und während wir die mobile Anlage und die Sammler unter Beschuss nehmen, trifft unser eigenes Baufahrzeug ein. Wie damals entfaltet sich das Vehikel und wird zum Bauhof. Weiter geht's wie 1995 bei Command & Conquer. Ein Kraftwerk und eine Raffinerie bauen, als Standardausstattung ist der Ernter gleich dabei, allerdings dicker und gemächlicher als seine Dynasty-Gegenparts von eben. Während er das benachbarte Tempestfeld abgrast und so unsere geplante Armee finanziert, errichtet unser Bauhof weitere Klassiker: Kaserne, Silo, Fahrzeugfabrik. Den einzigen Zugang, diese Betonbrücke, sichern wir mit einem Gatling-Gun-Turm und den legendären Sandsäcken. Legendär deswegen, weil wir sie damals in C&C-Exploit-mäßig kilometerlang über die Maps gezogen haben. Denn man konnte nur in der Nähe vorhandener Gebäude neue Bauten errichten und weil die Sandsäcke als Gebäude zählten, haben wir so auch weit entfernt von unserer Hauptbasis Bauwerke hingestellt. Wir bezweifeln aber, dass dieser Trick auch in Tempest Rising funktioniert. Alle Gebäude lassen sich auch verkaufen und da wir gerade eh knapp bei Kasse sind, wird aus den zwei vertickten Sandsäcken eine Art Tor. Zeit für unseren Gegenangriff. Wahrscheinlich ist es euch auch schon aufgefallen, die Truppen sind uns im Verband momentan noch zu unkoordiniert und stehen sich an Engstellen gerne gegenseitig im Weg rum. Schnelle Einheiten wie Jeeps und ausgerechnet die Sanitäter stürmen übermütig vor und werden prompt weggeschossen, das seht ihr gleich noch. Ja, das Spiel ist noch in einer frühen Version und die KI-Routinen müssen besser werden, aber bis zum geplanten Release ist ja noch genug Zeit für KI-Feintuning. In der Eröffnungsmission ziehen wir derweil unsere Angreifer zusammen und fordern einen Luftschlag auf das Tor an. Gleich kommt der Flieger und wirft eine Präzisionsbombe. So lange heilen wir unsere Soldaten noch und rücken dann geschlossen vor. Unser Lieblingsdetail ist übrigens dieser blubbernde Geysir, der plötzlich eine Wasserfontäne hochschießt. Einfach so am Rand des Gefechts, fast hätten wir ihn übersehen. Aber auch in den Kämpfen gibt's viele Details zu sehen. Hier fliegt einem Dynasty-Panzer gleich der Turm weg. Eigentlich haben wir schon gewonnen, müssen dann noch die letzten Gebäude zerlegen. Leider waren wohl keine roten Fässer mehr übrig, darum dauert das mit unseren leichten Einheiten arg lang. Später im Spiel gibt's natürlich schwerere Einheiten, die gegen Gebäude geeigneter sind. Zum Beispiel Artillerie und schwere Panzer mit Doppelgeschütz, wie damals die Mammutpanzer. Im Ankündigungstrailer sind bereits einige der stärkeren Einheiten in Aktion zu sehen, außerdem gibt es ja Hubschrauber, Flugzeuge und sogar Marineeinheiten. Dank Raytracing und Unreal Engine 4 sieht Tempest Rising richtig gut aus, besonders die Feuereffekte mit Funkenregen, Raketenschweifen und besagten explodierenden Benzinfässern machen ordentlich was her. Unser erstes Fazit? Tempest Rising ist der dreisteste C&C-Klon seit vielen Jahren und genau deshalb freuen wir uns drauf. Denn die Serie ist schon so lange tot und andere Nachahmer haben in der Zwischenzeit oft krampfhaft versucht, ihr Vorbild zu leugnen. Aber wirklich besser wurden sie dadurch nicht. Da ist uns die freche, aber selbstbewusste Herangehensweise der Tempest Rising-Macher echt lieber. Vor allem die Videosequenzen zwischen den Einsätzen verströmen viel C&C-Atmosphäre. Klar, wir haben erst eine Mission und ein wenig drumherum gesehen, aber dieser erste Eindruck lässt uns auf ein gescheites, klassisches RTS hoffen, auf das wir seit Ewigkeiten warten.